Oh, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Erstmal einen Schluck Monster, Moment. Ah, danke Rainer. Wir kümmern uns wieder um den E39 mal wieder. Mein Sorgenkind, ihr wisst ja. Ne, viele Sachen, ich habe auch noch viele Sachen, hatte ich ja erwähnt. Bremssatz und so weiter, Ankerbleche müssen unbedingt gemacht werden. Aber Bühne wird ja belegt. Oh. Was jetzt noch ganz wichtig ist, was wir auf alle Fälle machen. Und zwar habe ich das Phänomen, wie eigentlich jeder E39 V8-Fahrer kennt, und zwar Klopfsensoren. Klopfsensoren sehen bei mir so aus. Diese nicht gut. Hm. So, ja, jetzt könnt ihr sehen. Da ist die ganze Ummantelung der Kabel kaputt und so weiter. So. Und da habe ich mir neue besorgt von Bosch. Ja. Das sind alle Original. Ich weiß gar nicht, ob Original Bosch. Ist Original Bosch? Steht gar nicht drauf, glaube ich, ne? Steht es auf dem Stecker? Nee, ne? Müssen wir gleich mal hingucken, ob es Original Bosch sind. Oder was wir noch sind, so ein Siemens, glaube ich, oder sowas. Keine Ahnung, weiß nicht genau. Ja, auf jeden Fall habe ich neue besorgt. Neue Bosch. Und da sehen die das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Dann haben wir die Ansaugbrücke von dem Schlachter runter gemacht, aufgrund der LPG-Eingasdüsen. Könnt ihr euch das mal hier angucken, und zwar Benzindüse da, und LPG-Düse. Das Ganze ist natürlich relativ dicht beieinander, im Gegensatz zu meinen. Da, guck mal, da oben ist meine, hier, da, kann man es erkennen, und da unten ist die Benzindüse. Also das ist schon locker 4-5 cm entfernt, im Gegensatz zu, schätze, Zentimeter? 2 Zentimeter, ja. Genau, wenn man jetzt mal von innen guckt, kann man das sehen? Doch, kann man sehen. Da ist die Düse von der LPG, machen wir vielleicht Licht, vielleicht geht es besser. Ja doch, ihr könnt erkennen, Benzindüse, LPG-Düse, und das ist halt schon extrem geil, wie nah die beieinander sind. Wir zeigen die euch gleich bei mir, wenn wir die raus haben. Aber ich habe mir vorgenommen, dann das einfach die ganze Ansaugbrücke zu tauschen einfach. Wie gesagt, die Bohrungen sind viel schöner hier auf der Ansaugbrücke. Wir haben hier, ich weiß nicht, ob es eine neue ist, aber sie sieht relativ neu aus, eine BMW KGE. Meine ist zwar auch gebraucht, aber BMW Original. Weil ich auch schon ein paar Probleme damit hatte mit einer Nachbau-KGE. Die hat nicht so ganz funktioniert. Ja. Machen wir das Ding ein bisschen sauber. Den lassen wir noch ein bisschen abkühlen. Und dann würde ich sagen, bauen wir die ein. Klopfsensoren natürlich erst tauschen. Und vor allen Dingen habe ich noch 4 neue hier Ansaugbrücken, Dichtungen, Dinger. Was ist mit Drosselklappe und so? Willst du auch alles tauschen? Kann ich, bleibst du alles dran? Ja, das kann dranbleiben, aber das kann auch da eigentlich dranbleiben. Ist halt identisch, ne, zu dem anderen Auto, ne? Also meiner Meinung nach lohnt sich das jetzt nicht zu tauschen, weil das halt identisch ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob die, ich meine, die war nicht kaputt, die war nicht kaputt. Und im schlimmsten Fall kann man die auch noch so im zusammengebauten Zustand tauschen. Stimmt, ist vorher dran. Ja, also das sehe ich jetzt nicht so das Problem. Alles andere ist in Ordnung hier. Also ich habe jetzt nichts gesehen, dass irgendwas kaputt ist oder so. Ich würde das halt alles ein bisschen schön sauber machen, jetzt wo es einmal draußen ist. Und dann halt zusammenbauen. Injektoren waren auch alle ganz, also pff, würde ich sie auch nicht jetzt deswegen rausnehmen oder so. Wenn sie funktioniert haben, warum ja, sollten sie danach nicht mehr funktionieren? Genau, genau. Aber die Düsen sind halt hier wirklich viel, viel schöner als bei mir. Und wenn mein gleich raus ist, zeigen wir euch das. Das ist wirklich extrem. Ja, und halt die neuen Klopfsensoren. Was habe ich eben gesagt? Auf Klopfsensoren gesagt? Ich meine auf Klopfsensoren. Falls ich mich eben versprochen habe, tut es mir leid. Dann kann mir auf alle Fälle einer mal erzählen, falls es einer weiß. Und zwar kannst du mir mal die Schrauben da oben hinter dir auf dem Dings geben. Die zwei, die da nebeneinander stehen. Genau, die beiden. Genau, das sind die Originallängen. Wer meine? Andersrum. Von unten. Genau. Das ist die Originallänge, wie die festgemacht werden im Block. Ich habe eine kürzere genommen auf dem Block auf der Seite 1 bis 4. Also Zylinder 1 bis 4. Jetzt ist halt die Frage, macht es einen Unterschied, wenn die Schraube kürzer ist oder nicht? Dass er dann Fehler wirft, weil ich habe aktuell die Fehler bei mir. Bank 1 Tulin, das wäre aber theoretisch die Seite. Die linke Seite, das macht aber keinen Sinn. Also von vorne die linke Seite jetzt, in der euren Welt, die Seite. Das ist 1 bis 4 und 5 bis 8. Du hast auf 1
Bank 1, das ist die linke. Also die. Da hast du auch die kürzeren Schrauben reingeschraubt? Nein, andere Seite. Deswegen macht es halt keinen Sinn. Deswegen macht jetzt gerade meine Dings keinen Sinn. Aber gut, das werden wir sehen, sagen wir mal. Egal, wir bauen das Ding jetzt auseinander, also lassen uns das ein bisschen abkühlen, machen das da ein bisschen sauber, machen das hier ab und dann melden wir uns zwischendurch mal. Weil die, auch die Nockenwellen sind so, alle neu, ne? Das ist halt. Also nee, es kann nichts mehr anderes sein. Ach übrigens, das Ding hier habe ich auch neu bestellt, ist aber noch nicht da. Ne? Dieses Rückschlagventil, weil hier war es jetzt einigermaßen noch in Ordnung, im Gegensatz zu dem anderen Auto, da konnte man das ja halb auseinandernehmen. Könnt ihr mal komplett draußen rausziehen, zeige ich euch gleich. Motorraum leer. Motor raus, ne? Mein Motor raus? Voll der Hybridmotor. Ah, jetzt können wir den Unterschied zeigen eben, ne? Mit der Ansaugbrücke, oder? Ja, du kannst ja ganz deutlich sehen. Ja, wo die Düsen jetzt sind. Im Vergleich zu da, normal, also bei dem neuen ist das da. Also bei der anderen Brücke und sonst hast du die hier da oben. Das sind locker 5 cm, 6 cm oder so. Ja, guck mal, boah, das kannst du gar nicht sehen. Das ist ja wirklich da ganz oben, ne? Man sieht sie zwar, aber ganz da hinten drinne. Ja. Ich meine, die ist ja nicht kaputt, die Ansaugbrücke oder so. Ne, was du jetzt machen kannst, ist, du kannst danach halt direkt sagen, ist das geil oder nicht geil. Ja, den direkten Vergleich quasi, ne? Den direkten Vergleich zu der oder zu der. Das ist schon extrem. Und wir haben sehr, sehr viel Öl gefunden in den Einlass. Vielleicht ist die KGE doch kaputt gewesen. Hat noch keine Geräusche gemacht, die ist aber kaputt gewesen. Könnte sein. Wir haben viel Öl an den Dichtungen gefunden, genau. Also eine Anbaubrücke. Richtig. Und also hier die Dichtungen da, ne? Da, ihr seht ja auch hier, guck mal, die sind nur voll Öl. So, das ist halt wirklich, ich mal rumdrehe hier, drücke die mal hier drauf. Könnt ihr sehen, das ist wirklich viel. Und das war halt überall, an jedem Zylinder ist halt ein Ansaug ein Ding halt richtig viel gewesen. Und ich habe das Ding kaputt gemacht. Hier. Ist halt irgendwie zersprungen, keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass es trotzdem noch funktionieren würde. Aber wir haben da hinten neues, den haben wir da neues in Hand. Genau. Funktioniert. Ja, ist klar. Und kannst du gucken, kannst du auch. Ja? Nee, hier ist es auf jeden Fall noch so fester. Es scheint nicht rauszurutschen. Wie bei dem jetzt? Ja. Ja, ja. Eigentlich sollte das auch nicht rausrutschen. Und da ist frisches Fett dran. Ist auch sehr wichtig. Ja. Ja, aber das ist halt neu. Der Dichtring vorne. Hier vorne, das ist auch 100 Mal besser als der jetzt hier bei dem. Ne? Weil du kannst ja mal vergleichen. Plattring und das ist Rundring. Ja, platt gedrückt und nicht nur platt gedrückt. Ja. Aber es ist halt, ich weiß nicht, ob es ein original BMW-Teil ist. Aber es waren viele originale BMW-Teile beim Schlachter dabei. Und neue Ansaugbrückendichtungen haben wir natürlich auch. Hörst du ja eben schon erwähnt. Alles Ilving. War auch beim Schlachter dabei. Also, warum nicht benutzen, ne? Ja. Und ja, unsere Klopfsensoren müssen wir jetzt noch rausmachen. Aber wir lassen die noch ein bisschen abkühlen, weil wir müssen das Wasser ja auch rauslassen. Hattest du das schon gezeigt mit den hier? Ja, so halb. Dass das ein Grund sein könnte oder die Klopfsensoren selber? Ja. Aber daran siehst du, dass die halt alt sind. Ja. Weil das erst passiert im Alter, wenn der Weichmacher aus der Kabelmantelung rausgeht und sowas. Weißt du, so eine Art PVC oder sowas ist das, ne? Plastik. Ja. Wie jedes Kunststoff, es hat ja Weichmacher, mehr oder weniger. Hier ist natürlich weniger drin als irgendwie Kabel und Mantelung, aber durchs Alter geht das raus. Vor allem dadurch, dass das halt da wirklich heiß ist immer. Ja, das ist halt heiß, kalt, die ganze Zeit. Kann ich mir vorstellen. Ja, das ist halt wirklich halt immer da abbekommen. Und hier sieht man das ja auch. Guck mal, hier ist die Ummantelung ja auch schon kaputt unten. Also hier diese Ummantelung. Also. Okay. Ja, und die neuen. Das ist ja was ganz anderes. Ja, aber das ist nicht auch. Nee, ich will es nicht rausziehen, aber. Nee. Ja, man sieht ja auch an dem ist schon noch schön gleich. Genau, ich denke mal, dass das auf alle Fälle eine Investition ist. Den Link davon schreibe ich euch unten rein, aber die sind teuer. Sage ich euch, wie es ist. Es gibt günstigere. Es gibt für nicht mal 20 Euro gibt es einen. Ich habe für beide Bosch jetzt zusammen 100 Euro bezahlt. Das ist halt einfach mal. Kosten, die ja nicht cool sind. Ja. Vor allem, dass es einfach mal so ein Bauteil ist, was dich eigentlich nicht wirklich interessiert. Es muss eigentlich nur funktionieren. Ja, aber muss ja gemacht werden, also habe ich sie jetzt original gekauft von Bosch. Bei BMW hätten sie genau dasselbe gekostet, hätte aber Wartezeit gehabt, weil sie nicht lieferbar waren.
Somit habe ich sie halt im Internet jetzt, ich glaube bei eBay habe ich sie geholt, glaube ich. Was wolltest du sagen? Ja, was man jetzt hätte machen können, um es auszuprobieren, einfach die Kabel da zu isolieren und zu schauen, ob das funktioniert. Ist aber, ja nicht nur oben, es ist ja durch das ganze Aber das Problem ist halt, auch wenn du es neu abkrimmst oder sowas in der Richtung, hast du trotzdem 2 Wochen später oder einen Monat später das gleiche Problem. Es lohnt sich nicht. Das sind... Keep smiling. Ja. Das sind halt so Sachen, die sich nicht lohnen. Und das ist eine Arbeit, die nicht mal eben gemacht ist. Ja. Es ist halt das Blöde, haben wir eben auch schon neben der Kamera drüber gesprochen, du baust halt die ganze Ansaugbrücke raus. Ja. Und das ist halt ein ganz, nicht jetzt extrem viel Arbeit, aber es ist ein Aufwand. Und wenn jetzt das geht, wenn man so 20 Mal gemacht hat wie ich, dann geht's eigentlich. Ja. Du weißt, wo alles ist. So. Na, dann geht das auch eigentlich. Das hat jetzt ist halt nur blöd, wenn das für sowas ist, dann für einen kleinen Schlauch da hinten oder eine Klemme oder ich weiß nicht was. Ja, aber wie oft habe ich das jetzt abgemacht? Beim letzten Mal habe ich dieses Wasserbad da drin getauscht. Ne? Keine Ahnung, wie das Ding heißt. War auch undicht. Bei dem anderen ist übrigens auch undicht, falls du es gesehen hast. Ne? Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast. Ja, hab ich nicht drauf geachtet. Das ist komplett undicht. Das ganze Wasser steht da drin. An der Seite. Und das Problem ist, du denkst immer, es wird hinten rauskommen, weil hier unten sind so Ablauflöcher. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da unten, doch, das kann man sehen. Siehst du die da hinten? Da? Ja. Das sind so Ablauflöcher. Wenn das Wasser hier rausläuft, läuft das hier hinten hin und läuft das am Getriebe runter. Du denkst immer, es wäre irgendwas hier. Mhm. Und das kann aber dieses scheiß Wasserbad hier sein. Aber du siehst ja, bei mir ist das ja furztrocken hier alles. Das ist auf alle Fälle dicht. Das ist das Geile. Also bei mir hat es auf jeden Fall geholfen, dass ich das alles gemacht habe. Und keine Angst, hier ist die Dichtmasse, die ihr da seht, die ist alt. Ne? Das ist halt von dem alten Dings. Und hier ist ja wirklich alles trocken, alles sauber. Und hier sifft nirgendwo Wasser raus oder sowas. Ne? Also, das Einzige ist das Öl gewesen, ne? Das ist die Frage. Ja, das ist das Öl jetzt hier drauf. Aber ich schieb das auf die KGE, weil der ganze Schlauch stand ja voll. Das Ding, was da kaputt gegangen ist, das Ding da. Guck mal, wie lange der Wagen jetzt hier stand. Ne? Und das Ding war ja wirklich noch fast voll mit Öl. Du hast den Schraubendreher da reingesteckt, dann hast du ja auch schon einen kompletten Schraubendreher voll gehabt. Ja. Und es war frisches Öl. Also es ist definitiv von der KGE gewesen, dass die nicht mehr richtig gefördert hat nach unten. So, jetzt bauen wir das hinten das Rohr raus. Genau, dieses T-Stück da oder was das sein soll da hinten. Das Verbindungsrohr zwischen beiden Köpfen, Wasserköpfen, also die Wasserschläuche, um das Ding in der Mitte rauszubekommen. Alternativ könnte man die Wasserpumpe rausmachen, aber die ist schwieriger als das Ding da hinten. Würde ich behaupten. Weil da muss ja vorne alles abmachen und so weiter, aber wir müssen das Wasser rauslassen, da kommen wir nicht drum rum. Wir können natürlich hinten einen Schlauch abziehen und Wasserbecken drunter schmeißen und dann da hoffen, dass es da reinläuft, aber... Drunter schmeißen? Ja, ich muss den Wagenheber runter machen. So tief ist der gar nicht. Das ist hier vielleicht. Kommst du noch runter? Ja, ich muss schon aufpassen mit meinen Schuhen, ne? So gerade. Wenn ich jetzt hier vorstehe, dann muss ich schon aufpassen, dass ich nicht dagegen komme beim Reinrennen. Jo, gut. Wir machen mal weiter und dann melden wir uns gleich nochmal. 9 Klopfsensoren sind drin. Und wir haben tatsächlich auch jetzt die Originalschrauben reingemacht. Ich hatte erzählt, dass ich auf der Seite kürzere Schrauben reingemacht habe. Die haben wir jetzt quasi, ja, gegen die Originalen ausgetauscht. Hier neue Dichtungen drauf. Das sind die komplett neuen. Dem Schrauben hat die Drosselklappe wieder fest, weil wir die sauber gemacht haben. Ja, dann kann das Ding schon rein, oder? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Action. Vitell-Werbung, bitte sponsert uns alle. Wer? Vitell, bitte sponsert uns alle. Du willst nur Vitell haben. Ja, Sponsorung, da. Komm, mach ich ganz groß eine Nahaufnahme. Von Wittl. Ich kenne auch Wolwig. Zum Glück habe ich Werbevideo eingeblendet, ne? Oder kommt Coca-Cola. Und Max, hier Pepsi auch unten. Pepsi mag ich nicht so gerne. Coca-Cola ist cooler. So! Wir haben alles dran. Zeig mal vorne. Tada! Noch nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen was, aber das. Was fehlt denn? Also, ja, gut, aber zum Testen ist halt. Die Innenraumfilter. Ja, Innenraumfilter und die Abdeckung oben. Aber alles andere ist dran, alles andere ist drauf. Hoffe ich doch zumindest. Der wird vielleicht jetzt am Anfang ein bisschen ruppig laufen. Ich hoffe, wir haben auch noch eine kleine Stelle gefunden, und zwar hier oben. Die Schellen, wenn ihr die seht, die haben wir ausgetauscht jetzt gegen normale Schellen. Das ist zwar nicht die beste Lösung, weil die halt auch ein bisschen kacke da positioniert sind. Das Problem an der ganzen Sache ist, wo wir am Schrauben waren, hangen die ganzen Düsen hier. Die habe ich hier in den Bremskraftverstärker reingehangen, so hier rüber gelegt. Und dann ist mir aufgefallen, irgendwann zwischendurch, ne? Irgendwo beim Schrauben, hör mal. Hä?
guck genau, hör, ja, hat es da rausgeleckt. Haben wir die, haben wir, hast du die noch irgendwo, die kleinen Stücke? Doch, hier unten am Boden, da. Hier. Haben wir ein Stückchen, ach, guck mal, jetzt überleg mal. Deswegen ist das da so ein bisschen ja, nach hinten gezogen, ja. Haben wir ein ganz kleines Stück abgeschnitten von den Schläuchen. Zentimeter oder so. Ja, ja, ich würde so Zentimeter sagen, ja. Oh. Und haben halt normale Schellen drauf gemacht. Ja, ich meine, im schlimmsten Fall könnte ich die Schläuche auch einfach mal neu legen. Das ist jetzt auch nicht, die Welt ist ja von hier aus einmal rum. Ist jetzt auch nicht tragisch erstmal. Und halt die andere Ansaugbrücke war ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen gekämpft hier mit den ja, Eingasschläuchen, weil die sind ein bisschen kürzer als die anderen. Aber das hat vielleicht auch einen Sinn, weil bei mir waren die schon extrem lang. Ja, das Ganze sieht eigentlich ganz gut aus. Eine Sache gefällt mir nur nicht, was ich jetzt hier gerade sehe. Und zwar, dass der hier unten lang läuft. So. Sieht ein bisschen besser aus, meiner Meinung nach. Das ist alles nicht so ganz hier in der richtigen Position, glaube ich, ne? Hier haben die Schläuche ein bisschen kürzer gemacht. Ja. Und auf der anderen Seite hast du jetzt auch auf der Ansaugbrücke andere hier. Genau. Eine andere waren, glaube ich, länger und dadurch ein bisschen... Genau. Ja, das ist auf alle Fälle... Also der hier ist ein bisschen auf Spannung, der erste, weil das halt alles ein bisschen zurückgezogen wird. Aber das können wir, ich denke mal, irgendwie lösen, dass wir das Ganze hier so ein Stück nach vorne holen. Oder ich halt hier längere Schläuche besorge. Weil die Schläuche haben halt absolut gar keinen Unterschied. Also das macht halt im Nachhinein keinen Unterschied. Die hier schon. Alles, was nach Einschmutzdüsen kommt, auf alle Fälle. Und wir haben die getauscht hier, die beiden, weil wir haben hier auch andere, wie nennt man das, Sequenzen. Also wir haben jetzt nicht hier 5, 6, 7, 8, sondern wir haben hier 5, 7, 6, 8. Das heißt, die zwei in der Mitte sind halt einmal getauscht. Ich denke mal, das geht aber auch drauf, weil die alle gleich lang sein müssen, die Schläuche da unten, die kleinen. Und deswegen liegen die dann hier einmal über Kreuz, dass die halt dieselbe Länge ergibt hinterher. Mhm. Zumindest macht es in meinen Augen so Sinn. Ja, ich würde sagen, Auto ist jetzt, denke ich mal, lang genug an. Der ist nicht richtig drin gewesen. Deiner war drin, ne? Meiner war nicht richtig drin. Gut, alles drauf. Wasser müssen wir reinfüllen noch, aber kurz anmachen können wir trotzdem. Haben wir denn alle Schläuche wieder fest? Ja, hinten die Schläuche habe ich festgemacht. Hier die Schläuche haben wir festgemacht. Ja, mal starten und gucken, ob er angeht. Das Einzige, was er machen würde, würde ich sagen, dass er zu wenig Wasser hat. Sprit, kein Sprit in der Rail, kein Gas. Ja, das sowieso, das dauert immer ein bisschen. So. Was ich meinte, ist mit dem Gaspedal, dass er so abgesoffen ist, ne? Das hat er nicht mehr. Vorher, wenn ich das gemacht habe, hat er immer so, sich einmal kurz verschluckt. Ich weiß nicht, ob es nur auf LPG war, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber was mich wundert, ist, dass er nicht meckert, dass zu wenig Wasser drin ist. Mach raus, lass uns Wasser reinkommen. Ja, würde ich auch sagen. Eigentlich macht er jetzt Bing. So, Leute. Bin fertig. Auto ist zusammen. Weiß nicht, ob es weg ist. Das wird sich jetzt zeigen. Wenn nicht, haben wir noch irgendwo ein Problem. Ich habe keine Ahnung mehr wo, ehrlich gesagt. Drehzahl ist immer noch niedrig. Also falls einer von euch so ein richtiger krasser BMW-Nerd ist, er kann es mir bitte erklären. Ich habe die Klimabedienteile getauscht. Er hebt die Drehzahl nicht mehr an. Sobald das Klimabedienteil überhaupt eingeschaltet ist, also die Lüftung eingeschaltet ist. Wenn die Klima eingeschaltet wird, geht der Klimakompressor an, dann hebt er die Drehzahl an. Dann ist auch alles super, aber alles vorher total kurios. Absolut kurios. Ich verstehe es halt nicht mehr. Ich komme nicht dahinter, was da irgendwie sein soll. Also für euch, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Warum ich die Klopfsensoren jetzt hier getauscht habe, hat eigentlich nur damit zu tun gehabt, dass ich halt zwischendurch einen Fehler hatte, dass der Klopfsensor drin stand, aufgrund dieser Kabelbrüche.
die habe ich jetzt getauscht. So habe ich das Problem erstmal schon mal weg. Dann habe ich die, ja, die Eingasungen waren halt so weit oben, haben wir jetzt auch gelöst. Bank 1 to lean, keine Ahnung, woher es kam, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit mal die Zündkerzen tauschen, weil das sind noch die allerersten, die drin sind nach Revidierung. Na, was haben wir noch? Ja. Und sonst fällt mir nichts mehr ein. Das Klimabedienteil kann es natürlich noch sein, das, was ich gerade gesagt habe, dass die Drehzahl ist. Und Tim meinte vielleicht, dass die Servopumpe so einen hohen Widerstand erzeugt, dass der Motor die Drehzahl unabsichtlich senkt. Weiß nicht, ob ich das so quasi glauben kann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das macht es auf Benzin sowie auf Sprit. LPG sowie auf Benzin. Und das ist halt ganz kurios. Wie gesagt, falls eine Ahnung davon hat, bitte in die Kommentare reinhauen. So, ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas machen, aber Tim wollte noch im Kübel was machen. Ja, gucken wir mal. Aber für das Video war es das natürlich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ja, nicht vergessen, liken, abonnieren und einen Kommentar. Ne, wie immer. Haut rein. Tschüss.